Hatte ich es jetzt aufgehangen? Ich habe schon immer ein bisschen Angst, dass er sich wirklich aufhängt oder abstürzt. Weißt, wenn Spiele schon so laggy laufen, habe ich da immer ein bisschen Sorge. Aber bis jetzt alles wunderbar. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben bis jetzt Mission 4 und Mission 16 auf dem Radar. Aber es gibt viel mehr Missionen. Ein Fetisch erstellen können wir jetzt noch nicht. Dafür brauchen wir mehr Rohstoffe. Da müssen wir uns mal. In dem Mülleimer habe ich doch irgendwas gefunden, aber das brauchen wir jetzt hier zum Beispiel überhaupt nicht. Der Katka. Das würde ich jetzt gern wissen, was ich da wieder gesagt habe. Aber ist wurscht. Ah, Hilfe. Okay. Ansonsten Reis kaufen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir Reis kaufen können. Genau, ein Strike werfen. Dafür müssen wir erst den Alligator platzieren. Und das ist dann M16. Dann gehen wir erstmal dahin. Das Spiel deutlich weniger als 14 Frames. Das war Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. It's a good example of how allowing certain people to rise to power can positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly do. Ach, guck, die Eichhörnchen werden mir als Gegner oder rote Punkte auf der Karte angezeigt. Soll man hier wirklich rumlaufen und Eichhörnchen erschießen? Did you notice it yet? The streets. Ich habe, glaube ich, nicht mal eine Waffe, oder? Aktuell. Vielleicht kann ich sie verprügeln. Oh mein Gott. Ich kann es wirklich. Spürsinn. Mit Hilfe des Spürsinns sind sie in der Lage, alle möglichen Hinweise im Spiel zu finden. Halten die L für den Spürsinn gedrückt. Wenn wir Nutzen des Spürsinns verbrauchen, die Konzentration. Eichhörnchenfell. What? Ich habe gerade irgendwie ein Eichhörnchen verprügelt und kriege jetzt Eichhörnchenfell dafür. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann, Spiel. Aber ich brauche es für meinen Fetisch. Für meinen Eichhörnchenfetisch. Da war irgendwo ein blaues Eichhörnchen die ganze Zeit. Das würde ich jetzt gern verprügeln. Das ist so bekloppt. Das ist so bekloppt, dass ich es nicht mal wirklich schlimm finden kann, dass ich hier Eichhörnchen tothaue. Die wurden bestohlen? Die Eichhörnchen klauen mir Verbandskasten und ähnliches. Gummischrott. Oh Gott, ey. Warum klauen die Eichhörnchen mein Inventar? Was ist mit diesem Spiel los? Was ist denn mit diesem Spiel los? Du hast gerade ein Video hochgeladen. Ja, das kann gut sein, dass eins online gegangen ist. Star Wars wahrscheinlich, oder? Geht ja 24-Stunden-Stream hin oder her. Die YouTube-Maschinerie muss weitergehen. Da wird auch morgen noch ein Video online gehen, ein Special-Video dann. Ach so, nee, stimmt gar nicht, genau. Das geht erst um 13 Uhr online. Da streame ich schon nicht mehr. Sonntag gibt es diese Woche gar kein Special-Video. Ich habe es nicht mehr geschafft. Heute wäre halt noch ein Arbeitstag für mich gewesen für Special-Videos. Kriege ich nicht hin. Aber wir können hier mal ganz viel looten. Gewöhnliches Seil, gewöhnlicher Teller. Warte mal, hier wird noch was angezeigt. Weil wenn es schon sowas wie ein Crafting-System gibt, nutzen wir das auch.
Komme ich hier durch? Nee. Springen kann ich auch nicht, aber ich müsste, glaube ich, da rein. Na, egal. Noch mehr Fetisch. Der Eichhörnchen-Fetisch. Tja, so ist das eben. Wo müssen wir eigentlich hin? M16 gleich da vorne. Irgendwie ist Laufen nicht sehr viel langsamer. Ich glaube sogar Laufen ist schneller als langsam Skateboardfahren, oder? Auf jeden Fall. Swery irgendwie Bilder gesehen. Der hat ziemlich viel Bilder irgendwo gepostet, auch über anscheinend. Guck mal, lauter Kegel von der alten Frau des Haus. Ein Hündchen. Die waren anscheinend wirklich, das Entwicklerteam war wirklich in so einer kleinen Südstaatenstadt. Die haben da ganz viele Referenzfotos gemacht und haben da wirklich Zeit verbracht, um den Flair auf sich wirken zu lassen. Lost Lambs. Mehr kann ich nicht lesen. Ah, evangelische Kirche. Okay, die ist irgendwie engagiert in der evangelischen Kirche. Bad timing, Zach. Wie bad timing? We need to place the figurine in front of her house when she's home. Otherwise it'll be useless. Ach so, also nachts dann, oder wie? Let's come back later. Ach so, das machen wir nachts. Bad timing, Zach. Ja, das war keine Absicht. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. So, dann. Ah, da steht sogar. Oh, Kater. Platzieren Sie die Alligatorfigur vor dem Haus zwischen 22.30 Uhr und 6 Uhr. Zwischen 8 und 17 Uhr, das ist jetzt, könnten wir mal das Kühlhaus besuchen und die Leiche uns anschauen. Ja, okay. Machen wir das. Ich hoffe, mir wird irgendwie angezeigt, also nicht, dass hier irgendwelche Nebenmissionen ablaufen können oder so. Das finde ich schon schade. Was ist denn das da drüben? Irgendwie ein Shop, eine Garage, eine Werkbank, noch irgendwas mit Crafting? Bist du eine Crafting-Person? Der Skateboard-Laden! Wahrscheinlich ist der noch nicht wirklich freigeschaltet, aber ich kann wahrscheinlich mein Skateboard pimpen mit Sachen wie zum Beispiel alten Tellern. Ja, warum denn nicht? Looks like a case of bad timing, Zach. Let's come back later. Okay, so weit sind wir noch nicht. Ich verstehe, das müssen wir erst alles freischalten. Na dann, aber dann gehen wir jetzt wirklich zum Kühlhaus. M4. Ziemlich straightforward in die Richtung. Ich finde es ja fast schade, dass man nicht mehr Auto fahren kann. Ich vermisse die Dialoge beim Autofahren. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Verbandskasten By the way, Paddy. Ah, ich verdrück mich da, wenn ich sprinten will. Ups. Ich war es nicht. Scheiße. Das ist wirklich bekloppt. Hallo, kann ich die auch verhauen? Oh Gott, Gewalt. Gewalttätiges Verhalten ist teuer. Okay, sollte ich nicht machen. Das hat mich gerade $200 gekostet. Habe ich verdient. Entschuldigung. Ich habe es verdient. Aber man kann es. Jetzt wissen wir es. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Wahrscheinlich kommt da noch eine Tricks-Taste dazu. Da stehen wirklich, das sind so gestrichelte Linien unter dem Zustand von meinem Skateboard. Stimmt, und das kann ja theoretisch auch kaputt gehen. Exactly. Looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand. And Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up in that
vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right. Schade, dass der nicht weiterredet, wenn man absteigt, ne? Naja, hilft ja nichts. Im Auto konnte ich immer noch ein bisschen parken und abwarten, aber so. Hoverboard-Upgrade, ja, das wäre cool. Da hätte ich nichts dagegen. Wer weiß. Aha, ich will das nicht. Deiner, dein Spielzeug ist so laut. Komm, geh mal draußen spielen. York. That was mighty quick. Wirklich? Dabei war ich noch kegeln zwischendurch. Also nicht wirklich, aber ich hab's versucht. The special agent does it again. You sure don't waste any time. I bet my CLG's got a lot to learn from you. By the way, Mr. York, looks to me like you aren't packing anything. I was on vacation in New Orleans before I happened to stop by here. Well, shoot, that won't do. Here, I got some I think you'll like. Oh, kommen wir jetzt in den Monsterbereich, wenn wir jetzt eine Waffe kriegen? Oh, was? Whoa, okay. I call him Mr. Alligator. Badass, ain't he? Mr. Alligator, ja, warum nicht? Hat Style. It's a tranquilizer gun for the gators. Betäubungspistole für Alligatoren. Ha. Cool, cool. Mr. Alligator. Diese Waffe dient ausschließlich den Selbstschutz und ist daher mit nicht tödlichem Gummischrot geladen. Und hier ist ein Radio. With this? You won't have to worry about any expensive roaming fees. Cool, von Melbourne geliehenes Funkgerät könnte im Notfall hilfreich sein. Might take you a while to get used to them, but you'll get it. Try letting them rip a few times. Ain't no need to hold back out here. Mr. Alligator, na dann schauen wir mal. Zerstören Sie mit Melwins Mr. Alligator die Kisten. So wurde gestartet. Oh oh, böse Hunde, oder wie? Auf dem Bild zumindest. Komisch, komisch sieht der aus. Mr. Alligator ist zum Selbstschuss konzipiert und verwendet daher ausschließlich nicht tödliche Gummischrot. Denken Sie daran, sich rechtzeitig mit Munition einzudecken. Braucht man wirklich Munition? Waffe zielen, Waffe schießen, nachladen auf dem Stick. Nee, warte mal, zielen mit dem Stick, nachladen auf A. Ja, genau, das macht mehr Sinn. Die Steuerung ist komisch, aber okay. Hmm, now this is an intriguing weapon. For a tranquilizer gun, it really packs a punch. But I'm afraid I'll decline. After all, this town is peaceful, isn't it? Well, sure it's peaceful. At least the humans are. Uh-oh. But the animals? A different story. Ich hab schon Bekanntschaft remember what I named it? Ich hab schon Bekanntschaft mit den Eichhörnchen gemacht. Die diebische Eichhörnchen. There are some real mean-ass gators out there in the swamps. And every now and then, they wander into town. One of them even went and ate a kid once. What? It happened a long time ago, but still. One chomp's all it takes. They swallow down every last bit of you. Poor kid's parents didn't even know what to put in his coffin. The worst part is, that taught the gators just how tasty we humans are. So now, those suckers just attack on sight. Müssen Menschen aber sehr lecker sein. Man-eating crocodiles will feast tonight. In Blood Swamp! You know he's fibbing, right?
Gators don't attack folks. I never heard about no kid getting swallowed by a gator. Actually, Patricia, you're wrong. I'm what? Huh? Oh, verdammt, jetzt habe ich irgendwas übersprungen. Wollte ich nicht. Alligator, 1980. Directed by Louis Teague. It takes place in the Midwest, I believe. A teenage girl's pet alligator gets flushed down the toilet. Then, in the sewer, it feeds on the corpses of dogs that were used as test subjects for an experimental growth formula. After growing over 30 feet, it finally starts to go after humans. It's an extremely... yes, an extremely edifying movie. Back when I first saw it, I had a pet hamster. Hey, Agent York! Die Dialoge in dem Spiel sind wirklich super. What's your first order of business? Ich mag die. You're in charge now, remember? Well said, Patricia. I nearly lost sight of my true goal. Melvin, I couldn't help but notice the name on the side of that truck. This facility is connected to the victim, isn't it? Oh, right. Yeah. I reckon I better start from there. I'm gonna tell it to you straight right from the beginning, Mr. York. Jetzt kommt's. As you guessed, this warehouse is run by the Clarksons. Ach so, no good. The victim's father, Danny Clarkson, is the one who manages the whole place. Okay, but why did he choose to store her body in his own warehouse, right? Well, that's because there ain't no other place to store it. Our town has a clinic inside a church, but no more. Whenever someone kicks the bucket, we just bury him in the graveyard right outside of town. But not this time. We got a murder on our hands this time. We need to give Lisa's body an autopsy and keep it stored, right? So we had no choice but to rent out a corner of this warehouse. I see. So that's what led to the ingenious choice to store the victim's body in a facility that her family owns. Anywho, this is where the real story begins. Truth is, a few days before you got here, Lisa's body went missing. Aha. Aha. Dann ist der Körper also jetzt verschwunden und dann taucht er aber erst in 15 Jahren oder was weiß ich was wieder auf, oder wie? Verrückt, aber okay, cool. Missing. Yeah, all of a sudden, poof. Da würde ich jetzt gleich mal die Familie von ihr verdächtigen, wenn... schon ein komischer Zufall, oder? Did you leave the warehouse unlocked? I most certainly did not. I locked the whole place up. It made sure no one could get inside. No one stole the original key, and I couldn't find any fingerprints at the scene. So, in other words, this is a locked room mystery. Mit anderen Worten, das ist ein klassischer verschlossener Raum. Und er hat gesagt, it's a locked room mystery. Ein verschlossener Raum. Ein Mysterium. Fall. Komisch. The body of a beautiful young girl walks at me. Hey! all right, CLG. Reckon I should have told you about this earlier when you first said you wanted to come here. It just didn't seem like the time or place as I remember. Anywho, how about we call it a day and head back to my office? You can go through all the files there. No, thank you. This is what I came to investigate. But Lisa's body isn't here anymore. You sure? That doesn't bother me one bit, Melvin. You see, I met a skeletal gentleman on my way here, and he was kind enough to give me an oracle. Okay. Dann rein mit uns in die gute Stube.
Jetzt mit der Trank Gun können wir dann viel effektiver Eichhörnchen jagen ab jetzt. Oh Gott. You holding up okay, CLG? Sure you don't want to wait outside? Ooh, I'll be fine, Daddy. Just make sure you don't take your eyes off of him. He's so selfish and inconsiderate. I'm still not convinced he's actually a real FBI agent. Look, he's talking to himself again. Zach, this is the Ambiguous Zero. The deep freeze. Let's hurry up and find that flying serpent, shall we? Machen Sie sich auf dem Weg zum Leichenhaus dringend, aber im Grunde ist doch da nichts mehr. Aber gut. Was haben wir denn hier? Ach, das ist unser Koffer. Ah, und hier haben wir die Patronen, nicht tödliche Munition. Und ein paar Pflaster und ein bisschen anderes Zeug. Ja, ich schätze mal, wird schon passen. Hey, Mr. York. You sure you want to keep investigating this place even though we know the body ain't here? Of course, Melvin. The skeletal gentleman gave me an oracle, remember? It's Skele-what? Ooh, he's just joking, Daddy. You can't take him seriously. Huh? Well, was that really a joke, Mr. York? Well, I'll be. I see you've been hiding some real charm into that whole FBI routine. Sorry, Melvin, but I'm dead serious. Die NPCs im zweiten Teil reagieren irgendwie viel angemessener auf ihn als im ersten Teil. Da haben die das noch so mehr oder weniger ignoriert oder hingenommen. Und hier wird jetzt endlich in Frage gestellt. Also seine geistige Gesundheit. Oh oh, jetzt kommt's. Nö, doch nicht. Holy moly! Wie viel. Ich meine. What? Fürs ohne. Ich meine, es ist eine. Naja, okay. This place always gives me goosebumps, no matter how many times I come here. Was sagt eigentlich das Gesundheitsamt dazu, dass die die Leiche von der toten Enkelin neben den ganzen Schweinehälften aufbewahren? Yes, it's quite the funhouse. Truly a dazzling place. Ich meine, theoretisch dürfte das ja nicht mal was ausmachen, wenn alles gefroren ist und so. Aber ich glaube, in der Praxis ist das durchaus problematisch, wenn man menschliche Leichen da irgendwie aufbewahrt. Meat entertainment. That's the only way to describe it. Woven together by life, frozen in time, a visceral musical symphony. We eat all this in order to survive. Yes, truly a symphony. Life and death resonating together. Yeah, it's really cool. Cool? Whoa now, CLG. Since when were you interested in this kind of stuff? What are you so surprised for, Daddy? I'm more mature than you are. Das stimmt, selbst Greenwell hatte eine Leichenhalle, aber Greenwell war tatsächlich größer als diese Stadt hier. Wer ich? Nee, ich esse kein Fleisch. I've seen way more realistic corpses on CSI, you know. Oh, man. At first, Zach, I was shocked by the notion of storing a victim's body alongside food. But as I gaze upon this hanging garden, I realize it's just another scene of violent, depraved murder. Yes, all we need to do is change our point of view, and things will expose themselves in utterly new ways.
Nicht, was die Menge an Gebäuden betrifft, damit vermutlich auch die Einwohnerzahl. Ja, wahrscheinlich. Aber andererseits, irgendwie müssen ja Leute hier wohnen, damit die in diesem riesigen Lagerhaus arbeiten können. Mein Gott, hier sind Bisonköpfe eingefrorene. Warum? Warum sind hier Bisonköpfe eingefroren? Ist die Frage. Melvin, I'd like to take this opportunity to ask you a personal question. Nächste Frage, vegan oder vegetarisch? Eigentlich vegetarisch, wenn man so, also technisch gesehen, weil ab und zu esse ich zum Beispiel Joghurt oder auch mal Milchschokolade, Vollmilchschokolade. Aber ich versuche auf tierische Produkte so weit es geht zu verzichten. Melvin, ich hätte... Achso, das haben wir gehört. In the hotel parking lot, when I first met you, the picture you had on your dashboard happened to catch my eye. Was that your wife? Oh, her? Yeah, that's my lady, all right. Candy. Her name's Candy. Candy. The prettiest girl in town, which makes me the happiest boy. A shooting star. Landed in a rural town, right on top of a man who now has a meteor-struck heart. You always keep her photo with you? You bet I do. The truth is, Candy's a little sick right now. She can't even leave the house no more. So I always keep her photograph with me. Kind of feels like we're always together, you know? Okay. I see. You care for your wife a great deal. But this means that... Yeah, that's right. My mama had me before she married Daddy. But it don't matter. He's still my real daddy to me. Oh, thank you, CLG. And you're my pride and joy. Well, Zach, isn't this a heartwarming scene? But there's one thing I just can't get out of my mind. Don't you think that photograph looked a bit too old? Perhaps Candy is already... No, let's not think about that. It might be a private matter, just like you, Zach. We're almost to the morgue. The temporary one, at least. You don't need to keep correcting yourself, Melvin. I know, but I'm starting to feel guilty all of a sudden. You know, from an ethical perspective. It just ain't right to store a teenage girl's body in a place like this. Still, rephrasing your sentences won't fix anything at this point. It's a shallow concern, really. Yeah, I know, I know. But shoot, I just felt like the least I could do is try to phrase it better. Whew. Don't bother trying to convince him, Daddy. I've only been working with him for a little while, but I already figured out what his deal is. He ain't right in the head. Whew. The FBI should add a new requirement to their hiring process. Must possess humanity. Wie in Dark Souls. Was ich so alles schon eingefroren bei meinen Großeltern gefunden habe. Auch Bisonköpfe in der Gefriertruhe im Keller. Oder so.